Was für ein Radius hat so eine Schnecke? Also von woher kommen die, wenn sie hier landen? Die können wirklich weit riechen. Also bis zu 200 Meter werden die von diesen Pflanzen sogar angelockt. Und bevor wir Ihnen jetzt Pflanzen zeigen, die perfekt sind für uns und nicht so sehr für die Schnecke, zeigen wir Ihnen einen wunderbaren Film unserer Tierfilmerin Dorte von Stünzner. Die haben wir nämlich gebeten, mal nach Alternativen gegen Schnecken zu schauen. Und da hat sie einiges ausprobiert. Tagetes, die Studentenblume. Seit Jahren versucht Dorte, sie in ihren Garten zu pflanzen. Denn sie liebt Tagetes. Die sind einfach zu ziehen und anspruchslos. Vor allem aber sind sie sehr attraktiv. Allerdings nicht nur für uns Menschen. Vor allem für diese hier. Nacktschnecken. Kaum sind die Tagetes gepflanzt, werden sie geortet. Jede Nacht überfällt sie ein Heer von Schnecken. Das Ergebnis nach wenigen Tagen. Aber Dorte gibt nicht auf. Irgendetwas muss doch helfen. Die Biologin startet einen Versuch mit Kaffeesatz und Thymian. Vielleicht hilft ja auch ein Schneckenzaun aus Nehmdünger oder Lebermoosextrakt. Und dann gibt es noch das neue Mittel Schnecksagon. Und Kupferbänder, die sollen auch helfen. Der Kaffeesatz lässt sich schnell ausstreuen. Das Koffein ist Gift für die Schnecken. Vom Thymian heißt es, dass sein Geruch die Schleimer vertreibt. Beim Nehmdünger muss Dorte selbst erstmal nachlesen. In den Nehmsamen sind Bitterstoffe enthalten, die die Schnecken nicht mögen. Der Dünger wird ausgestreut und untergehakt. Das Lebermoosextrakt ist eine alkoholische Lösung, die verdünnt werden muss. Die Mischung soll den Schnecken den Appetit verderben. Die Pflanzen müssen alle 2 Wochen besprüht werden. Das ist zwar mühsam, aber wenn's hilft, mal sehen, was dabei rauskommt. Beim nächsten Versuch sollen die Schnecken ausbrechen. Einmal aus einem Ring aus Kupferband und daneben aus einem Ring aus Schnecksagon. Das ist ein Anstrich, der demnächst auf den Markt kommt. Die Erfinder versprechen, dass sich die Schleimer darauf nicht halten können. Das Kupferband links lässt sie offensichtlich ziemlich kalt. Sie kriechen einfach drüber weg. Schnecksagon rechts scheint unangenehmer zu sein. Tatsächlich kommt die erste Schnecke nach einer Weile ins Rutschen und stürzt ab. An einem Kübel oder Schneckenzaun könnte das neue Mittel also durchaus hilfreich sein. Und was hat sich mittlerweile auf dem Beet getan? Nach 3 Wochen sieht die Tagetes mit Kaffeesatz noch am besten aus. Der Thymian hat nicht überzeugt, alle Tagetesblätter sind weg. Der Nehmdünger wiederum hat die Pflanzen gut geschützt. Sie sehen gesund aus. Während Lebermoosextrakt offensichtlich wenig gebracht hat, hier haben die Schnecken ordentlich zugeschlagen. Ja, was für ein schöner Beitrag.